Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat eine Reise durch die Sahelzone in Afrika abgeschlossen und ist nach Brüssel zurückgekehrt, um die EU-Außenminister über die anhaltenden regionalen Spannungen zu informieren. Nachdem der Iran angekündigt hat, die Grenzen der Urananreicherung im Rahmen des internationalen Atomabkommens zu überschreiten, werden die EU-Minister auch darüber diskutieren, inwieweit sie die iranische Wirtschaft unterstützen können. Das entspricht Forderungen aus Teheran, um sich wieder den USA anzunähern, die sich aus dem Atomabkommen zurückgezogen haben. Wenn eine Seite gegen die Vereinbarung verstößt, ist es schwierig, sich vorzustellen, dass die andere Seite dieser auf unbestimmte Zeit gerecht wird. Weil im Wesentlichen die Anreize, die dem Vertrag zugrunde liegen, dass ein internationales Abkommen oder ein Abkommen zustande kommt, einfach nicht ausreichen. Da die Türkei ihre Gasbohrungen in Gewässern fortsetzt, die nach Ansicht der EU zu ihrem Mitgliedstaat Zypern gehören, werden die Außenminister auch entscheiden, wie stark sie gegensteuern wollen. Sie könnten die Finanzierung einschränken, die Ankara erhält, weil die Türkei ein potenzieller EU-Beitrittskandidat ist.